Das ist kein Clickbait oder sonst irgendwas. Ja, nach knapp über einem Jahr oder so gefühlt sehe ich wieder um. Und wieso, weshalb, warum, sage ich euch jetzt. Ich habe vor etwas in einem Jahr oder vielleicht sogar zwei, ich glaube, aber es müsste nicht mal 2 Jahre her sein. Da habe ich ein Video gemacht, warum ich umgezogen bin und da bin ich hier hingezogen. Und ganz ehrlich, ich finde es hier toll, ich finde es hier angenehm. Ich glaube, ihr habt euch sozusagen auch in meinem Hintergrund gewöhnt, aber wir müssen uns wieder abgewöhnen, denn wie gesagt, ich ziehe um. Und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel, weil, ja, wenn man eine Wohnung hat, ne, dann muss man sie mieten, wenn man sie nicht selber besitzt, ne? Und dann mieten wir eine Wohnung. Ja, das kennt ihr vielleicht, vielleicht tun das ja einige von euch. Und dann gibt es ja einen Vermieter oder eine Vermieterin, wo man das Geld dann immer zahlt. Und dann ist alles gut. Wir haben auch immer ganz brav, ganz lieblich und brav Geld bezahlt, immer schön Miete. Problem ist nur, die Person, die bei uns Miete annimmt, diese Person dachte, es wäre eine äußerlich gute Idee, jetzt zu dieser Krisenzeit, wo alles doppelt so teuer wird, die Wohnung zu verkaufen. Und wir können nichts dagegen tun. Und ja, die letzten 3 Monate konnte ich jetzt kaum irgendwie auf irgendwas konzentrieren, weil ich musste mich auf den Umzug vorbereiten. Und deshalb kann das auch hier und da mal sein, dass die letzten paar Videos, letzten 3 Monate irgendwie ein bisschen gerusht waren oder ein bisschen wenig waren, ja. Ein paar wenig geschnittene Videos leider. Ich habe ein bisschen was versucht, aber vor allem diesen Monat, also jetzt, weiß nicht, wann es hier rauskommt, aber auf jeden Fall, jetzt wo ich es gerade aufnehme, ist Januar. Ich habe es in diesem Mal ziemlich verkackt mit geschnittenen Videos, aber ich habe trotzdem ein bisschen was rausgehauen. Ich habe Kirby angefangen, aber das juckt mich ja nicht. Aber ich auch mal. Ja, wie gesagt, ich finde es ja eigentlich ganz nett. Ich habe schon mal erzählt, dass ich öfter umgezogen bin. Und nochmal so ein Ranking. So ein Ranking, yeah! Welche Wohnungen am besten waren. Ich muss kurz überlegen, welche Wohnungen hat man alles in meinen Videos gesehen? Es gab einmal ganz alten Minecraft-Videos, kennt hoffentlich niemand von euch, ich hoffe es, wo ganz viel weißer Hintergrund, wo man hinten im Hintergrund noch so eine Treppe nach oben gesehen hat. Das Zimmer war in Ordnung, aber zu der Zeit war es gut. Zu der Zeit war es gut, heutzutage wäre es für mich nicht mehr so gut, aber damals war es auf jeden Fall super. Aber es ist einfach zu klein und das war auch nur so ein Zimmer, wo ich ab und zu mal hingegangen bin. Das war nicht mein Hauptzimmer auch. Also, wenn ihr wisst, wie groß das Zimmer ist, dann würdet ihr auch merken, dass das nicht mein Hauptzimmer sein kann. Das war wirklich schon. Das war so groß, wie normalerweise so Toilettenzimmer sind. Ne? Oder das heißt Toilettenzimmer? So ein Toilettenraum halt. Ne? Viereck, Toilette, Waschbecken. Wenn du Glück hast, ist da noch ein Bad. Und das ist ein kleines Viereck halt. Und das war halt das Zimmer. Ich muss kurz überlegen, was gibt es denn noch für Zimmern? Falsches Licht, Leute. Ach so, jetzt fällt mir wieder was ein. Und zwar, diese eine Zimmer aus weiteren ganz alten Minecraft-Videos, die ihr hoffentlich auch nicht kennt. Da gab es so eine grüne Wand mit so Mario-Stickern drauf. Das Zimmer war auch klein, ähnlich klein wie das davor, aber, das weiße Zimmer mit der Treppe, das fand ich damals nicht wirklich klein. Zumindest ist mir das nie wirklich als Problem aufgefallen. So, aber bei dem Zimmer mit der grünen Wand und den Mario-Stickern, da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen. Da war wirklich alles eng. Da konnten maximal 2 Leute in den Raum, weil alles eng ist. Ja, alles super eng. Und weil man auch so ein riesiger Block, so ein Viereck, so irgendwo an der Wand, wo du dann, du hast nicht mal sowas. Warte, ihr habt nicht mal sowas, sondern ihr hattet dann hier noch so ein Kasten, so ein Kasten und dann so. Also da war noch so ein, ne, wenn hier ein Zimmer ist, viereckiges Zimmer, hier ist so ein großer Kasten. Und dann kommst du kaum, und neben dem Kasten war eine Tür, also du kommst auch kaum in das Zimmer rein. Das war ein sehr, sehr enges Zimmer, aber da hatte ich auch noch viel, hatte ich Regale und Bett, riesengroßes Bett. Das glaube ich nicht, das. Nee, das ist ein. Ich glaube, das ist ein anderes Bett als das hier. Lol. Ja, gewöhnt euch dran, die Kamera wird sich jetzt auch ändern. Natürlich wird sie sich ändern. Also, die Kamera selber nicht, aber der Winkel. Des. Ja.
Der Winkel wird sich ändern. Ja, danach die Wohnung, die kennen vielleicht manche von euch vom 250-Euro-Special. Da habe ich so eine ganz kleine Roomtour gemacht. War das riesigste Zimmer, was ich hier hatte. Das war auch richtig cool, weil du hattest auch irgendwo am Anfang, am Anfang, genau, am Eingang von dem Zimmer, da gab es eine riesige Treppe, mal wieder eine Treppe. Und ganz oben war nochmal richtig viel Platz, wie so ein kleiner Dachboden, wie wirklich so ein kleiner Dachboden war das. Und da hatte ich, ihr habt schon, vielleicht blende ich mal was ein, da hat man schon ganz viele Plüschtiere gesehen. Oben, da waren sehr viele Plüschtiere. Unten, da war ein bisschen was. Habe ich die meisten davon noch? Möglich. Und ja, danach hatten wir eine Wohnung, die ihr hier jetzt seht. Die war in Ordnung. Ganz ehrlich, ich wollte überhaupt nicht dort erstmal einziehen. Ich fand das alles so kacke. Also wirklich, das war wirklich. Ich hatte sehr schlechte Meinung zu dieser Wohnung. Und dann war ich da und dann war es okay. Es war okay. Es hatte sehr viele Probleme. Es war oft wegen der Gegend viel zu warm. Es gab sehr viele Insekten in der Nähe. Also wirklich, Mücken sind Zauberer. Ich sag's euch, das sind wirklich Zauberer. Die fliegen einfach durch die Wand, auch wenn alles zugeriegelt ist mit ganz vielen Schlössern. Die kommen trotzdem durch. Ja, das war noch zu Zeiten, wo ich einen Hamster hatte. War irgendwo in der Ecke, die ich nie gezeigt habe, aber jetzt auch zu spät dafür. Und ja, die Wohnung davor war natürlich besser, aber die Wohnung war okay. War okay, sagen wir so, die war okay, war nicht schlimm. Es hatte nur seine Mankos. Ja, danach sind wir hierhin hingezogen und ganz ehrlich, das hier ist eine der besten Wohnungen, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich fühle mich hier total wohl. Hier ist wirklich, wir haben endlich mal alles ausgepackt in der vorherigen Wohnung. Da hatten wir noch sau viele Kartons mit. Oh Junge, wir hatten so viele Kartons mit irgendwie ganz viel Krimskrams drin. Kaputte alte Spiele, kaputtes Lego. Damals war ich noch nicht wirklich Lego-Suchti, wie ich es jetzt bin. Ich würde es dir jetzt zeigen, aber jetzt habe ich schon alles abgebaut davon. Einzeln, Block zu Block. War nicht einfach, aber hat geklappt, glaube ich. Ja. Ich schweife ab. Auf jeden Fall ist so richtig viel random Zeug, auch so viel gebasteltes von früher, wo ich mir denke, was ist das? Was habe ich damals gemacht? Wirklich, das. Stellt euch mal so vor, ihr habt ein Brettspiel, okay? Ihr habt ein Brettspiel. Ihr habt die Packung davon nicht mehr, aber ihr habt alles, was noch zum Brettspiel gehört. Ihr schmeißt es einfach bam, in den Karton rein und dann liegt es da. Schmeißt dann exakt gleiche, genau sowas, ne? Dieses Prinzip macht ihr noch mit ganz vielen anderen eurer Spielsachen. Hier noch Spielzeugautos, BAM! Lego-Figuren, BAM! Und dann habt ihr da 10 Kartons von mir, die ich im Dachboden hatte, die ich nie ausgeräumt habe. Die meisten davon habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. In diese Wohnung hier. Und sie sind somit irgendwo in Müllbrenner gelandet oder was auch immer. Auf jeden Fall, viele alte Sachen sind von mir weg, aber ganz ehrlich, ich hatte dafür nicht die Motivation, durch all den Schrott durchzugehen. Also. Was soll's? So gut wie alles, was ich hier habe, wird auf jeden Fall mitgenommen. Tja, aber ich bin noch nicht fertig mit Einpacken, also. Freunde, ihr solltet wissen, ich hasse es, wenn man hier dran geht. Wenn man hier einfach nur toucht. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aua. Ich werde auf jeden Fall immer richtig sauer, wenn jemand irgendwo an meinen Sachen geht hier. Vor allem hier, weil das soll immer alles perfekt genauso eins zu eins stehen bleiben, damit es in jedem Video gleich aussieht, aber. Ja, was soll ich machen? Ach, habt ihr eigentlich schon gesehen, dass Tricky ist? Ich glaube, den habe ich noch nie in einem Video gezeigt, oder? Der ist relativ neu. Vielleicht mache ich ja so ein Plüschtier-Showcase. Hier ist Tricky. Oh, warte. Oh. Du hast das Video nicht geliked! Du hast das Video nicht geliked! Tricky weg. I am the spy. Seduce me! Sind sehr staubig alle. Es passiert gleich was. Es ist übrigens nicht die echte Zeit, es verstellt aber. Dafür habe ich jetzt 2 Minuten hier rumgesessen.
Und zu guter Letzt. Alter, wie staubig. Junge. Ja, Termin mit Ralsys Brille und Memion. Hörst nicht dazu. Tippshop. Was ist das denn hier? Nicht runterfallen. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich ausräumen muss. Ein paar Konsolen, Center Shocks. Da ist übrigens SpongeBob. Der war schon die ganze Zeit da. Ich hatte auch noch was mit dem vor, aber das verschiebe ich dann auf die nächste Wohnung. Versteht ihr? Verschieben? Nächste Wohnung? Ja, wir schieben einfach das Haus woanders hin. Aber euch interessiert bestimmt auch, wie die neue Wohnung aussieht, oder? Die zeige ich euch jetzt. Und da sind wir. Hier. In diesem neuen Ort. Alles so viel größer, oder? Mein Schrank im Hintergrund hat auch einen Sonderbomber bekommen, hat jetzt ein Level-Up und es hat sich entwickelt zu einem riesigen Schrank mit ganz vielen Plüschtieren. Ich werde wahrscheinlich, und hinter mir ist das Alter übrigens, aber ich werde wahrscheinlich noch in der Zukunft alles hier irgendwie noch umräumen. Also gewöhnt euch nicht zu krass daran. Ich werde nochmal gucken, wie ich das mache. Aber ja. Ich hoffe, mein Audio ist ganz normal. Ich hoffe, alles passt hier so. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Bildschirm. Das heißt, ich habe hier meinen alten Bildschirm. Und mein Fuse 3 Bildschirm, der ist jetzt bye-bye, weil der hat nicht mehr funktioniert. Und der ging eines Tages einfach kaputt oder so. Hat einfach nicht mehr funktioniert mit dem Kabel. Keine Ahnung, was los war. Aber war mir sowieso egal. Hatte ich keine Lust, den zu reparieren. Ich habe einfach einen neuen geholt für den Spitzenpreis. Und jetzt habe ich hier meinen neuen Gaming-Bildschirm. Allgemein könnte sich hier noch alles im Hintergrund ändern, also ihr könnt euch zwar daran gewöhnen, aber vielleicht räume ich hier und so noch was um, aber auf jeden Fall, ich bin umgezogen, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, ich, wie gesagt, es wird sich vielleicht im Hintergrund ein paar Sachen hier und da rumschieben, ich werde hier noch gucken, wie ich das mit dem Licht mache, weil das irgendwie auch noch nicht so gut klappt. Außerdem ist alles noch sehr geräumig, ich habe noch nicht alles ausgepackt, aber so halt das meiste halt PC, Deko. So, ich habe aber noch einige Sachen wie Konsolen und Spiele und so, die ich noch auspacken muss. Lego muss ich noch auspacken. Habe ich alles Stein für Stein wieder abgebaut und glaubt euch nicht, ich weiß. Amiibos kann ich hier noch irgendwo hinstellen, die sind hier gerade in der Box drin. Ich habe jetzt im Moment noch nicht wirklich viel zu erzählen über diese Wohnung. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ich umgezogen bin und deshalb so ein bisschen weniger Videos kam. Obwohl eigentlich, glaube ich, müsste ich jetzt Kirby fertig hochgeladen haben mittlerweile. Pokémon weiß ich noch nicht, aber ansonsten, ja. Und noch ganz wichtig, bevor ich das Video hier beende, und zwar habe ich eine Abstimmung gemacht auf YouTube, die solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen, denn das geht darum, welches Video als nächstes kommen soll. Und damit meine ich nicht jetzt Play oder Stream oder sonst was, sondern halt welches richtig gecuttete, geschnittene Video, was auch immer, ne, als nächstes kommen soll. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal abstimmen würdet, Link in der Beschreibung, ansonsten geht einfach mal in Community-Tab und dann sollte es da sein und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Und ich hoffe, ihr habt gelacht. Wenn ihr gelacht habt, dann lasst doch mal ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ey. Boah, cool. Tiki. Hier ist übrigens wie zusammen. Wow. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Video ist. Ich wollte nur. Keine Ahnung.